Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brain Display, ich bin hier mit Fenner Verlay. Und ich mit Saffron. Und wir haben jetzt schnell das zweite Ende vom Geisterhaus. Ja, also bis hierhin habt ihr es gesehen. Genau. Und hier geht's Ende. Durch. Und das damit... Das Geisterhaus ist tatsächlich wunderbar, um Leben zu farmen. Ja. Wenn man nicht sowieso unendlich Continuous hätte. Soll ich jetzt Level 3 machen? Nö, weil wir haben schon alle Wege, die hin und weg führen. Ich mag es jetzt nicht machen. Vielleicht machen wir es wann anders, ich wenn irgendwie Nachfrage bestehen sollte. Ihr habt das Level gesehen. Es ist hässlich. Es ist so. Es hat eine so schwarze Seele, wie hier der Hintergrund. Die Münzen ist. Hier sind cool. Ich finde den Stil hier total geil im Moment. Und diese Musikblöcke, die Notenblöcke. Da ist aber was ganz merkwürdig. Ah! Kaputt. Die hat mich weggeschoben. Ja. Das wusste ich nicht, dass die mir Momentum gibt. Notenblöcke können mies sein. Ja. Okay, durch die Bäume kommt man von unten durch. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ja. Wusstest du das nicht? Nee. Ich wusste auch nicht, dass die Teile einem tatsächlich nicht nur wegschieben, sondern... Uiuiui. Ui. Oh yeah. Da drauf, darüber. Waren wir in dem Level schon mal? Nein. Was dachte ich mir? Das davor war, sah ein bisschen ähnlich aus. Ja, genau. Oh. Notenblock. Haha! Ich wusste doch, dass du... Natürlich, die ist durchgehend. Die obere ist wahrscheinlich... Ah! Heilige! Geh wieder runter, ich glaube nicht, dass wir das gerade so kriegen. Ja, nicht als kleiner Tanuki oder so müsste man sein. Ich glaube, das geht auch anders, aber ich glaube nicht, dass wir das den nötigen Skill dafür haben. Ohne zu sterben. Das riskiere ich nicht. Nicht für ein paar Münzen? Ja, weil Münzen Leben bedeuten und wenn Leben bedeutet zu sterben, dann ist es nicht wert. Beziehungsweise die Chance auf ein Leben bedeutet, dass wir sterben. Oh. Hey, ich habe ein Level beendet. Eine Münze, zu wenig. Wenn du eine Münze gesammelt hättest. Komm schon. Schau her, da liegt sie auf dem Weg. Ich nehme sie auf. Nö, es geht nicht. Luigi kann nur... Heilige Scheiße, fast wäre ich von der Decke abgeprallt und in die Lava gefallen. Luigi kann nur Bowser-Münzen klauen, nicht die, die auf dem Weg liegen. Oh, die Musik ist cool. Ja. Ich habe einfach mal ein Leap of Faith gemacht. Boah. Okay, du musst hier in irgendeine Röhre. Ja, die da durchgehend ist, nein. Die da? Ah. Ja. Oh nein, bitte sag nicht, dass das so ein Rätselschloss nein, ist. Nein, das ist es nicht. Shish. Kebab? Lass die doch in Ruhe. Ihr seid mir unsympathisch. Das war gut. Das war gut. Wow, siehst du das? Was? Wie bitte? Well. Gerade wollte ich das Design noch loben, weil es echt cool aussah. Und dann bringt's mich um. Kann wohl kein Lob vertragen, das Design. Es hat was von Zelda, die Musik. Ja. Aber mir gefällt's, dieser ruhige Part erst und jetzt fängt's gleich an. Ja, und jetzt geht's los. Oh, genießt die Musik, die ist so cool. Viele japanische Spiele hat. Wie man mit. Ist die Decke 8-Bit? Eigentlich. Oder wie viel Bit hat die Musik? 8? 16? Keine Ahnung. Ich denke, es ist 8-Bit-Musik noch. 8-Bit, ja. Wie man mit 8-Bit so viele Emotionen rüberbringen kann. Ah! Vorsicht vor dem wilden Cooper! Das ist kein Cooper, das ist ein Basibil. Ja, der wilde Cooper, der drüber gehüpft kam, der hat dich umgebracht. Oder der hat den Cooper appeared. Todesstoß versetzt. Ich will die eigentlich in Ruhe lassen, aber die stoßen dämlich voneinander ab. Ich weiß. Wenn sie durcheinander durchlaufen würden, wäre es viel angenehmer. Die Decke tötet dann nicht? Nein. Gut, der erste ist es. Der zweite. Ach so, ja, scheiß auf die.
Münze. Ich weiß nicht mal, was die bringen. Ich glaube Bonus irgendwas. Vielleicht, wenn man in einem Level alles sammelt, kriegt man extra Leben. Was bei uns ja so viel wert ist. Ja, dann werden sowieso nicht das Spiel durchsterben. Wie peinlich. Ah. So. So, weh, du tötest mich nochmal. Danke. Ich weiß nicht, was dich getötet hatte. Ein Glitch. Es soll vorkommen bei gehackten Spielen. Oder vielleicht ein unsichtbarer Cooper, der von der Decke gefallen ist. Halleluja! Hallo, Nipper. Mann, ja, Nipper, das sind Nipper. Ich glaube, du musst da oben drüber. Au! Merci beaucoup. Ach. Gesundheit. Wow. Ich dachte schon, ich müsste abgeben. Ich dachte schon, ich müsste den Löffel abgeben. Man sollte dieses alte Sprichwort umändern. In Controller abgeben. Ja. Neuzeitlich umschreiben. Statt den Löffel abgeben, den Controller abgeben. Ich weiß auch nicht, es macht doch nicht viel Sinn, den Löffel abzugeben. Naja, dann kann man nichts mehr essen, wenn man tot ist. Ja, trotzdem, aber... Jetzt kommt der fiese Part. Nein, nein. Wenn er springt, springst du nicht. Wenn er nicht springt, springst du. Warum können die nicht einfach fliegen? Ey, ich weiß nicht, die Koopa können fliegen. Warum wollen die eigentlich noch das Mushroom Kingdom erobern? Was haben die davon? Sie sollen das Himmelsreich erobern. Ja. Werdet Gott! Halt, warte mal. Du bist auch darauf fixiert, immer weiter nach rechts zu rennen. Ich vergesse bloß immer, wo's... Flappy Bird! Erobere das rechts! Ah. Es hat gelaggt. Das hat mich umgebracht. Ja, nein, ja. Mein Skill hat mich umgebracht. Also der nicht vorhandene. Ah. Gamer Rule Number One: Always blame the lag. Ja, immer ist der Lag schuld. Aber ich hatte tatsächlich Lag. Und. Bum, bum. Oh, die Musik ist echt episch. Inzwischen kommen wir bis dahin ja schon ganz gut, was das erste Viertel des Schlosses darstellt. In die Lava! Das macht das um einiges einfacher. Das ist überhaupt keine Lava, deshalb fällt der da nach unten durch. Nein, die fällt immer nach unten durch. Ja, ja, aber deshalb ist der mir vorhin entgegengekommen, als ich da unten gespielt habe. Ach so, das ist passiert. Ich habe den ja nur die Flügel weggeschlagen und deshalb ist der weitergelaufen und irgendwann heruntergefallen. Ah, das macht Sinn. Selber Schuld? Nein. Lass dich doch von der Wand töten, ne? Nein, nein. Oh, Entschuldigung. Ich will nicht darüber. Da drüben sieht's eklig aus. Ah! Podobo! Oh Mann. Ja, ich sehe dein. Ah! Ist eine blaue Säule. Ja, wir haben auf einem anderen Monitor unsere Soundspur. Und blau heißt laut. Und das war gerade nur blau. Entschuldigung. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiges Wesen und mache das so gut wie nie. Ja, normalerweise bin ich der Lärm... Ach! Der Lärm macht. Ja. Aber... Das ist immer schön, weil du immer einen Lärm machst. Und wenn ich... Das ist aber auch das erste Spiel, bei dem ich irgendwie an war. Weißt du, wenn wir irgendwann mal hier zum Savepoint kommen würden... Dann würden wir gleich wieder von Anfang anfangen, weil wir nur zwei Leben haben. Oh mein Gott. Das ist aber vielleicht eine interessante Folge. Aber ein Level haben wir schon beendet in der Folge. Ja, und jetzt beende ich noch schnell das andere. Ich will wenigstens ein... Da ist das Loch. Ja. Ich will wenigstens einen Blick auf den Boss werfen können in der Folge. Lucky du. Lucky du. Das wäre so passend. Ich hätte stehen bleiben müssen. Selbst wenn wir jetzt bis zum Checkpoint kommen, schaffen wir es wahrscheinlich nicht zum Boss, weil wir nur ein Leben danach haben. Vor allem gibt es ja auch keine Münzen. Stimmt. Du bist dran.
Der Goomba wollte mal an mir knabbern. Nee, ich glaube nicht. Dass... Als kleiner Luigi kannst du einfach von oben losspringen. Ich traue mich einfach nicht. Oh, ich habe schon so oft gemacht. Und Gott. Einfach nicht. Wir werden kein Wort darüber verlieren. Einfach in die Piranha-Pflanze rein. Hallo, das Spiel hat nicht sehr viel mehr Gegner. Als Dinge, die nach links laufen und Dinge, die nach rechts laufen. Und Dinge, die von unten nach oben kommen, die sind voll gemein. Und Dinge, die kombinieren links nach rechts und oben unten, sind am allerfiesesten. Vergiss nicht Lava. Und Abgründe. Und Sachen, die einfach nur rumstehen und die man nicht töten kann. Du kannst hier unten einfach dann stehen bleiben. Oder durchlaufen. So. Ihr Witzer. Jetzt sind wir wenigstens mal wieder bis hierher gekommen. Oh, die können durcheinander durchlaufen. Okay. Ich dachte, die stoßen sich jetzt auch wieder gegeneinander. Ich glaube, das liegt an der Höhe. Ja. So, erwarten wir einen Cooper, der von oben runterfällt. Du bist wirklich alle Namen, die dir eingefallen sind, durchgegangen. Ich war kurz bei Goomba, ja. Und bei Podobo. Ja, Pogum Cooper. Irgendwo da ist ein Pilz. Ja, hier. Den ich krieg, wenn ich hier hochhüpf. So, wenn ich jetzt... Danke, Pilz. Dir. Aber es sieht hier so falsch aus. Weil das hier ist eigentlich bloß gemacht für die Münze, denke ich. Also sind wir hier ja, falsch. Ja, hier komme ich nicht weiter. Aber, hä? Und nach rechts geht's auch oh, nicht. Oh, ich weiß, wo man mal versuchen könnte. Wir haben das falsche Rohr erwischt. Ja. Da oben ist nämlich noch eins. Ja, das würde ich auch gerne ausprobieren, weil ich halte das für etwas schwer. Bisher war er noch nicht leicht, der Heck. Eigentlich war er schon sehr leicht. Wir, wir haben die ganze Scheiße die ganze Zeit umsonst gemacht. Da ist der Weg. Wir haben die ganze Zeit diese Scheißkugel. Oh, schon wieder eine blaue Säule. Ja, diesmal war es nicht meine. Diesmal waren wir es gemeinsam. Das A der Erkenntnis. Und ich habe einfach nur gelacht. Du hast vom A der Erkenntnis gegessen? Ja, vom A der Erkenntnis. Okay, ich möchte aber jetzt tatsächlich dann doch... Darunter... Stimmt. Was möchtest du? Progress. Progressu! Progressu! Oh mein Gott, ein Todescounter wäre so... Vergessen wir es. Selbst ein Continue-Counter. Wenn ihr wollt, dann schmiert doch einfach einen Todescounter. Ihr könnt ja mitzählen in den Kommentaren, wenn ihr umwelt... Gott, das ist so peinlich. Wir haben mehr Tode als andere Let's Player bei Kaizo Hex. Das ist noch nicht mal so schwer wie Kaizo. Noch nicht mal annähernd so schwer wie Kaizo. Erstes Rohr. Man ist immer so schnell da, man meint, das Level müsste noch viel weiter gehen. Aber Kaizo Hex sind leichter. Wieso sind Kaizo Hex leichter? Ich weiß es nicht, aber ich habe mit denen irgendwie selten Probleme gehabt. Ich habe zwar nie das Ding gespielt. So, hier. Du bist der Richtige. Wow. Und da ist bestimmt gleich der... Cheep Cheeps! Lava Cheep Cheeps! Nein! Du! Gut. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like. Ein Kommentar. Oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann treffen wir uns da irgendwo. Bis dahin müssen wir uns ein bisschen schämen. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Einfache. Ach so. Okay, wir haben Tech Tree. Genau. Das ist ja der einfache nächste. Küche. Du hast ein Restaurant mit einem neuen Ofen ausgestattet. Wir haben eine Kartoffel und einen Maiskolben zusammengecraftet, um daraus einen Ofen zu kriegen. Ja, logisch. Minecraft. Klick an, um dein erstes Rezept zu lernen. Kartoffel-Maisbrei. Fast. Lernen. Rezept. 3, 2, 1, go! Oh. Ah! Oh mein Gott! Du darfst nur Mais schneiden.